So, ihr Lieben, wir müssen mal über ein Thema sprechen, was es ist nicht wirklich so, dass ihr mich oft danach fragt, aber dieses Thema ist immer wieder so eine Sache, das in meinen Kommentaren einfach wieder und wieder und wieder und wieder aufploppt. Und egal wie häufig ich in meinen Videos erwähne, dass ihr Wissenschaft und die Jurassic-Universen oder das Jurassic-Universum auseinanderhalten müsst, das ist ein paar Leuten von euch scheinbar irgendwie egal. Es ist euch so ein Dorn im Auge, dass da so ein paar Dinge einfach passieren, mit denen ihr einfach nicht klarkommen könnt. Ich rede hierbei zum Beispiel von der Begebenheit, dass der Spinosaurus den Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 3 getötet hat und ja, das Ganze mag laut aktuellem Wissenschaftsstand eher unwahrscheinlich sein, wenn diese beiden Tiere aufeinander getroffen wären, dass der Kampf dann wirklich so ausgegangen ist. Da euch diese Antwort aber scheinbar nicht genug ist, habe ich mich schon darauf eingestellt, jetzt einfach mal darauf loszureden und mir zu überlegen, was denn aber jetzt die nächst sinnvollste Lösung? Wie kann man das Ganze jetzt doch relativ sinnvoll erklären, abseits von dem Gedanken, im Jurassic-Universum ist der Spinosaurus eben einfach stärker. Wie könnte man das hier wirklich relativ plausibel erklären? Glücklicherweise bin ich ebenfalls gerade dabei, ein Video für euch zusammenzuschneiden oder zu recherchieren, wo es um das sogenannte Amalgam-Testing geht. Und hier haben wir tatsächlich eine kleine Antwort, die irgendwie offiziell ist. Die ist zwar nicht offiziell bestätigt als Antwort für die Frage, wie der Spinosaurus hätte denn den Kampf gegen den T-Rex gewinnen können, aber trotz allem erklärt diese Begebenheit nahezu alles an diesem Kampf Spinosaurus gegen T-Rex. Zum Beispiel auch hier, warum ist der Spinosaurus hier nicht schon gestorben in diesem Moment, als der T-Rex ihn am Genick gepackt hat oder ähnliche Situationen. Lasst uns also gleich mal in das Video einsteigen und ja, ich habe eine Lösung gefunden. Es gibt eine Antwort, die euch wahrscheinlich alle relativ besänftigen wird. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Stelle ja eben gerade schon mal gezeigt und ich gehe komplett mit, wenn mir jemand sagt, das hier ist eigentlich der Moment, in dem der Kampf hätte vorbei sein müssen. Als der Tyrannosaurus Rex, egal wie jung er auch gewesen sein soll, ja, es gibt ja auch immer wieder die Aussage, ist das hier das Baby aus The Lost Jurassic Park 2? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, dazu gibt es eine relativ offizielle Antwort, das Video dazu habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen, ist aber auch komplett irrelevant, denn sogar wenn das hier ein jüngerer T-Rex ist, was er ja auch sein soll, wäre das hier eigentlich das Ende des Spinosaurus gewesen. Das heißt, eigentlich geht es hier gar nicht mehr um die Frage, hätte der Spinosaurus denn wirklich dem T-Rex auch das Genick brechen können. Im Endeffekt lag es hierbei weniger an der Beißkraft des Spinosaurus und ja mehr an der Technik, darf man nicht vergessen, von daher muss ich sagen, ja, hätte der Spinosaurus das irgendwie so angestellt wie im Film, ist dieser Genickbruch doch eine relativ logische Sache. Allerdings wäre es dazu ja niemals gekommen, denn der Kampf wäre, nochmal, hier eigentlich längst vorbei gewesen. Der T-Rex hat mitunter die stärkste nachgewiesene Beißkraft oder nachgewiesen, ja. Man geht auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass der T-Rex eine gewisse Beißkraft hat. Ich werde es hier gerade mal einblenden. Es sind auf jeden Fall mehrere Tonnen, meine ich mich erinnern zu können, die das Tier einfach auf die Waage bringt und damit einfach nahezu jeden Knochen zerdrücken kann. Warum also konnte der T-Rex hier dem Spinosaurus nicht einfach das Genick durchbeißen oder zumindest die Haut so stark verletzen, dass das Tier irgendwie ausgeblutet wäre? Das sehen wir ja hier auch im Kampf, dass der Spinosaurus definitiv verletzt ist, aber der T-Rex hätte hier einfach einen Schlussstrich ziehen müssen. Und wie immer liegt die Antwort irgendwo zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Ja, wie immer liegt die Antwort im sogenannten Amalgam Testing. Dieses Testing, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ich werde dir das auch nochmal gerade da oben verlinken, ist nämlich einfach gar nicht mal so unwichtig, um Dinge zu verstehen, die im Jurassic-Universum generell passieren. Das Amalgam Testing erklärt zum Beispiel auch, warum der Spinosaurus so aussieht, wie er aussieht und eben nicht so, wie die Wissenschaft ihn heutzutage darstellt. Die logische Antwort ist ganz einfach. Man dachte früher, dass der Spinosaurus in Jurassic Park 3 so akkurat ist, wie er eben ist. Die offizielle Lore-Antwort ist aber inzwischen, das Amalgam-Testing hat diesen Spinosaurus so erschaffen, wie wir ihn jetzt eben sehen. Ebenfalls ist das aggressive Verhalten des Spinosaurus auf das Amalgam-Testing zurückzuführen. Auch das Aussehen der Velociraptoren aus Jurassic Park 3 ist natürlich logisch, warum hat man die Saurier hier so aussehen lassen, wie sie eben aussehen, damit man neuen Merchandise verkaufen kann. Ist übrigens auch ein Grund, warum man Red nicht wie geplant in Jurassic World verwendet hat, denn Red sollte ursprünglich einfach ein Velociraptor aus Jurassic Park 3 sein und der sollte ursprünglich die Rolle von Blue einnehmen. Allerdings hat ein neues Dinosaurier-Design immer den Vorteil, man kann mehr Merchandise verkaufen. Das ist immer der Hintergrund bei der ganzen Nummer. Offiziell
liegt das Aussehen und aber auch das Verhalten der Velociraptoren aus Jurassic Park 3 ebenfalls am Amalgam-Testing. Da wir jetzt hier ein bisschen mehr auf dieses Testing eingehen, will ich nur mal ganz kurz erklären, was das wirklich bedeutet. Was ist das Amalgam-Testing? Im Endeffekt geht es dabei einfach nur darum, verschiedene DNS-Stränge von bereits geschaffenen Dinosauriern zusammenzuführen. Das heißt ja, das Amalgam-Testing ist die Vorstufe zu allem, was wir in Jurassic World kennen. Ohne das Amalgam-Testing gäbe es keinen Indominus Rex, es gäbe keinen Spinosaurus, es gäbe auch keine Blue. Und diese ganzen Varianten, die basieren auf Dr. Henry Wus illegaler Forschung auf der Isla Sorna vom Amalgam-Testing. Wie gesagt, ich habe das schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, das Video habe ich dir mal da oben verlinkt und ich werde auch nochmal ganz genau auf das Amalgam-Testing eingehen. Da wird es dann auch ein paar wissenschaftliche Fakten dann dazu geben, wie sowas vonstatten gehen könnte. Darum geht es jetzt aber erstmal hier nicht. Was hat denn das Amalgam-Testing dann mit dem Spinosaurus zu tun? Ich meine, das Tier ist aggressiver geworden und sieht eben so aus, wie er aussieht, ja. Aber deswegen kann der Spinosaurus ja nicht einfach so einen Biss überleben, oder? Naja, im Endeffekt doch. Es würde sich hiermit erklären lassen. Wie gesagt, es wurde noch nicht bestätigt, dass das wirklich alles so ist. Aber es würde sich nun mal so erklären lassen. Das Amalgam-Testing hat nämlich bestimmte Vorzüge. Das heißt, es ist ganz klar beschrieben, welche Eigenschaften dieses Testing mit sich bringen kann, welche Eigenschaft von einem Dino oder von einem Tier auf ein anderes Tier übertragen werden kann und welche bestimmten Attribute verstärkt werden können. Zum Beispiel eben auch die Aggressivität beim Spinosaurus sorgt eben dafür oder sollte ursprünglich dafür sorgen, dass das Tier einfach mehr Kraft aufwenden kann. Es ist eben nach hinten losgegangen, deswegen war der Spinosaurus eben auch so aggressiv. Das erklärt uns dann, warum der Spinosaurus in der Lage war, dem T-Rex am Ende das Genick zu brechen. Quasi wie so eine Art Adrenalinausstoß, der aber einfach durch pure Aggressivität herausgeschossen gekommen wäre oder eben auch ist, wie wir im Film gesehen haben. Aber so weit wäre es ja gar nicht gekommen. Wir fragen uns jetzt hier, warum hat der T-Rex es nicht geschafft, dem Spinosaurus hier einfach das Genick durchzubeißen? Und da ist die Antwort, ihr werdet es eventuell schon erahnt haben, das Amalgam-Testing kann unter anderem auch die Haut der Tiere verändern. Das sehen wir zum einen beim Indoraptor. Der ist zwar kein Experiment des Amalgam-Testings mehr, aber wie gesagt, alles aus Jurassic World. Die ganzen Experimente mit den Hybriden basieren auf dem Amalgam-Testing. Die Haut der Dinosaurier kann dabei verdickt werden. Das sehen wir auch beim Spinosaurus ein bisschen, wenn wir da genauer hingucken. Da sehen wir, dass die Haut von ihm mehr schuppenartige Platten sind. Quasi wie eine Art von Rüstung, die der T-Rex zum Beispiel nicht hat. Des Weiteren kann mit dem Amalgam-Testing, ähnlich wie auch mit dem Fruchtzwerge-Joghurt, die Knochenstruktur verändert und verdichtet und verhärtet werden. Das ist eine Sache, die zum Beispiel laut offizieller Lore beim Indominus Rex passiert ist. Also der Indominus Rex hat ein wesentlich festeres und dichteres Knochenskelett als jetzt zum Beispiel ein Tyrannosaurus Rex. Und da diese gesamte Forschung nun mal auf dem Amalgam-Testing basiert, also der Indominus Rex, wie auch immer er geschaffen wurde, aus verschiedenen Dinosauriern, das basiert alles auf der Forschung des Amalgam-Testings. Wenn wir das nun auf den Spinosaurus anwenden, haben wir eigentlich eine relativ plausible Antwort, warum das Ganze in Jurassic Park 3 so vonstatten gehen konnte. Der Tyrannosaurus Rex konnte dem Spinosaurus hier nicht das Genick durchbeißen, weil die Knochenstruktur zu stark, selbst für das gewaltige Gebiss des Tyrannosaurus Rex gewesen ist. Da könnte man jetzt sogar vielleicht einfach sagen, ja, es war ja ein jüngerer T-Rex, vielleicht hätte das ein älterer T-Rex geschafft, vielleicht hätte Rexy dem Spinosaurus das Genick durchbeißen können, wer weiß. Auf jeden Fall wäre das eine sehr plausible Antwort. Der T-Rex konnte also das Genick des Spinosaurus nicht brechen. Aufgrund der rasenden Aggressivität und der Stärke, die dadurch einhergekommen ist, auch durch das Amalgam-Testing in das Tier eingepflanzt wurde, konnte der Spinosaurus dann zum Schluss dem T-Rex das Genick brechen. Das sind so Sachen, die, da ist nicht bekannt, ob das wirklich auf dem Spinosaurus angewandt wurde. Wir wissen aber, dass der Spinosaurus aggressiv ist aufgrund des Amalgam-Testings und eben auch so aussieht aufgrund des Amalgam-Testings. Also würde es auch Sinn machen, wenn man die Knochenstruktur des Tieres auch mit angepasst hätte. Wäre auch irgendwie logisch, wenn wir uns dann nämlich Jurassic World Camp Cretaceous nochmal anschauen, und zwar die 5. Staffel, da gewinnt der Spinosaurus einfach einen Kampf gegen 2 T-Rex, meine ich, die auch wieder ein bisschen jünger waren, glaube ich mich zumindest auch daran erinnern zu können. Und auch da haben sich ein paar Leute eben darüber beschwert, dass das Tier vielleicht zu mächtig ist. Das wäre jetzt hier eine Antwort, das Amalgam-Testing hat das Tier einfach wesentlich verstärkt. Und ich bleibe dabei, ich sage es in jedem Video, wo ich das Amalgam-Testing auch nur erwähne, wir brauchen einen Film über dieses Testing. Wir brauchen einen Film über Dr. Henry Wus Arbeit und Forschung zwischen The Lost World, Jurassic Park 2 und eben Jurassic Park 3. Das Amalgam-Testing ist so unfassbar wichtig, dass es sehr viele Sachen einfach erklärt, die wir so gar nicht verstehen können. Kleiner Fun Fact an der Seite auch, dass der Begriff Amalgam-Testing fällt in keinem einzigen Jurassic-Film. Und ist trotz allem so wichtig, dass es einfach
so Stränge zusammenbindet und die eben auch noch erklärt. Ich hoffe einfach nur, dass wenn es 2025 weitergeht mit den Jurassic-Projekten, Filmen und Serien und was auch immer, dass das Amalgam-Testing nicht das Multiversum von Marvel wird. Was meine ich damit? Bei Marvel kann aktuell alles passieren und auch ohne Grund. Und die Antwort ist einfach immer, ist halt Multiverse. Ich hoffe nicht, dass sie auch das mit dem Amalgam-Testing machen, weil so kannst du dann theoretisch einfach alles erklären, was sich Leute irgendwie fragen. Warum bewegt sich der Giga in Jurassic World Dominion so langsam? Ah, Amalgam-Testing. Warum ist der Tyrannosaurus eigentlich blind? Amalgam-Testing. Warum kann Owen jeden Dinosaurier so in Schach halten? Ja, das Amalgam-Testing. Ich hoffe, das ist nicht der Fall und ich glaube auch, noch ist ja alles im Rahmen. Das Amalgam-Testing macht aktuell immer noch sehr viel Sinn. Zumindest zu wissen, was das Ganze ist. Ich habe es ja gerade mal ganz grob erklärt. Die Vermischung zweier bereits geschaffener Individuen. Es war, glaube ich, sogar von Klonen die Rede gewesen. Dabei geht es eben um die Dinosaurier, dass man hier die verschiedenen Dinosaurier, die ja auch künstlich erschaffen wurden, nochmal miteinander kombiniert. Das heißt, ja, wir wissen, dass die Knochenstruktur verändert werden konnte. Wir wissen, dass die Hautdichte verändert werden konnte. Wenn man das jetzt auf den Spinosaurus anwendet, würde die gesamte Szene aus Jurassic Park 3 eben einfach Sinn ergeben. Bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Kannst du das Ganze nachvollziehen? Sagst du ja, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Oder bist du der Meinung, nee, finde ich trotzdem immer noch blöd? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich jetzt raus mit dem Video und denkt immer dran, wenn ihr mal zu spät in die Schule kommt oder zu spät zur Arbeit, eure Lehrerin oder euer Chef fragt euch, was war denn schon wieder los, dann müsst ihr einfach nur sagen, Amalgam Testing. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.